Willkommen zurück zu Mounted Blade Rebels. Wir sind jetzt fertig mit der Dorfbefreiung, suchen weiter Rekruten und immer noch das Waldbanditenlager. Nehmt es steht euch zu. Auch ein paar Fälle nehmen wir gerne mit. Rekrutiert Freiwillige, 5 Rekruten, das klingt gut. So, und jetzt wieder zu der Sache Waldbanditenlager. Sehen wir uns doch mal hier ein wenig um. Da rennen auch Waldbanditen rum. Aber das Lager konnte ich bisher noch nicht ausfindig machen. Ich bin der Meinung, das sollte hier oben irgendwo sein. Ach, wenn wir hier gerade mal in dem Dorf sind, Rekruten, 3 Stück. Schön. Beförderung der Rekruten, noch schöner. Waffenknechte, 2 neue. So, jetzt reiten wir aber mal tiefer in den Wald rein. Kann ja nicht sein, dass hier kein Waldbanditenlager ist. Was soll das? Aha, da haben wir's. Versteck angreifen. Mit ein paar fähigen Männern habe ich mich emporgeschlichen. Ah, lass das bleiben. Entschuldigung, ich wollte dich... Ja doch, eigentlich wollte ich dich schon töten. Hä? Noch einer tot. Ich bin gut. So, 3 Banditen habe ich allein schon mal vernichtet. Ich bin ja doch nicht so blöd mit der Armbrust. Ach, ist das nicht ein schöner Waldspaziergang. Was haben wir eigentlich für eine Jahreszeit im Moment in-game? Frühling, Herbst, Sommer, weiß der Geier. Gibt's hier oben keine Banditen? Ah, ich wollte keine Befehle. Ich wollte das hier. Ah, die Sonne scheint da aber rein. Nein, ich wollte keine Befehle. Ach komm, wir kämpfen jetzt mal hier in der Ego-Perspektive. Zack. Da tänzelt die Axt. Ich bin der Holzfäller. Stirbbaum. Elender End. Zielen, zielen, zielen. Schädel. Ja, sieht doch ganz hübsch aus. Ah, die wollen rennen. Wir schneiden mal lieber den Weg ab. Axt hoch erhoben. Hey! Wo wollt ihr hin? Bleibt hier. Meine Axt ist durstig. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Au! Lass das! So, welche Stufe haben wir gerade? Das interessiert mich gerade mal. Ah, wir sind schon Stufe 22. Nicht schlecht. Wir gehen jetzt aber mal aus der Ego-Sicht raus. Ich kämpfe mal lieber so. Ah, Hilfe! Es wirft nach mir. Nein, wieso bewegst du dich? Wie sieht's denn jetzt eigentlich langsam mal aus so mit gewonnen und so? Hier unten stehen noch Banditen, die holen wir uns. Zack. Und du auch noch. Lol. Hol ihn dir. Ich glaub an dich. Hab doch gesagt, dass ich an dich glaub. Boah, ich bin hier voll der Holzfäller. Klatsch. 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 Ah, wir haben gewonnen. Oh, Nahrung, sehr gut. Also, Nahrung haben wir ja mehr als genug im Moment. Komm, hier, zack, nehmen wir mit. Irgendwer muss es ja mitnehmen. So, und damit würde ich sagen, reiten wir mal nach Scheid rüber. Und dann wieder Richtung Veluca. Wir müssen ja die Aufgabe auch noch abgeben. Wer reitet da unten rum? Irgendein unbekanntes Licht. Beförderung, das ist gut. Beförderung kommt immer passend. Milizen, Fußsoldaten. Wir haben auch wieder schön Geld dabei. Der Lord hat uns ja einiges eingebracht, den wir verkauft haben. Dieser Graf oder Jarl oder was das nun war. Ich bin mir da nicht einig. Hey, du hast keine Rekruten, was soll das dann nach Birklin? Der 13. September, okay.
Fehlt mir an Kraft freizugeben. Danke. Dann halt nicht. Kriege ich halt das Dorf nicht. Es wird echt Zeit, dass wir mal eine Armee versammeln, mit der wir eine Burg einnehmen können, damit ich hier endlich auch mal eine Burg bekomme. Weil wenn wir die selber einnehmen, habe ich gute Chancen, die zu bekommen. Wir sollten uns auch darum kümmern, andere Grafen als Freunde zu gewinnen, damit wir mehr Fürsprecher haben. Burg Ergelon. War hier hinten nicht auch meine Burg? Grunwalder, genau. Ich bin der Meinung, die... Obwohl, nee, doch nicht, oder? Ach, egal. Ist ja nicht so wichtig. Irgendwann gehört uns alles. Burg Ergelon, red mit mir, Stammer. Los, sofort. Ich muss wissen, wo Klagos ist. Bleib stehen, du Lump. Der bleibt eben nicht stehen. Jetzt, ich krieg dich. Danke. Noch ein Lehen. Wer sollte eurer Ansicht nach das Lehen von Chaesa oder Chaesa erhalten? Na gut, mache ich mal mit. Euch unterstützen. Von 4 auf 7. Ich hätte da nämlich eine Frage. Ich brauche die Person. Wo ist denn unser Marschall Graf Klagos? Bei Braven ist der, alles klar. Dann führt uns unser Weg Richtung Braven. Aber erstmal nach Uxkal. Marktplatz, Rüstung. Wie viel hatten der? 2000? Ja, da können wir schön verkaufen. So, und nochmal 300 auf unser Geldsäcklein drauf. Jaraga, gib mir deine Rekruten. Ich mache Männer aus ihnen. Gebt mir eure Lappen, ich mache Männer aus ihnen. Keine Rekruten, dann gebt mir halt keine Lappen, ihr Lappen. So, ich denke mal, der wird hier nämlich in der Nähe seines Städteleins, seines Hauptstädteleins patrouillieren. Oh, wir haben schon wieder einen Stufenaufstieg bei unseren Leutchen. Unsere Armee wird von Tag zu Tag stärker. Das Dorf Elada wurde von Emir Artis Trupp geplündert. Okay. Ah, stimmt, da müssen wir jetzt auch aufpassen. Wenn was Gelbes kommt, müssen wir es töten oder abhauen, je nachdem. Klagos, mein Freund, wo seid ihr? In der Stadt bist du nicht. Klagos, ich möchte mein Geld und mein Ansehen. Ah, da war er doch. Bleib stehen! Lasst uns reden. Boah, der hat 46 Gefangene dabei. Was zum... Was willst du denn mit so vielen Gefangenen? Würdest du jetzt bitte stehen bleiben? Ich möchte mit dir reden. Und mein Geld für den abgeschlossenen Auftrag haben. Hervorragende Arbeit, Lord Peter. Euer kühner Angriff ist das Gespräch des ganzen Reichs. Zweifellos werden Sie und andere wie Sie bald wieder zurückkommen. Aber ihr habt diesem Land für kurze Zeit eine Verschnaufpause ermöglicht. Wir sind euch zutiefst dankbar. So, der supportet wieder mich. Ich mag ihn. Ein guter Freund. Das ist natürlich gut, dass wir jetzt schon zwei Freunde haben, aber mehr wäre noch besser. Der König, das wäre doch mal eine gute Partie. Vielleicht sollten wir mal nach Braven reiten und gucken, ob der König da irgendwo hockt. Den als Freund zu haben, könnte sehr vorteilreich sein. Ja, das war dich reich. Das wächst ganz schön, mein lieber Scholli. Aber so schnell wie so ein Reich wächst, kann es auch wieder unten sein. Denn je mehr ein Königreich hat, desto wertvoller ist es für andere Königreiche, es anzugreifen. Also auch hier gilt es aufzupassen. Man kann sich niemals zu sicher sein. Und schon wieder Beförderung. Milizfußsoldat. Oh, Iremus hat auch ein wenig die Stufe erhoben. Wendigkeit machen wir mal. Ich würde den ja gern auf Reiten 4 bringen. Was hast du noch? Oh, Schlagkraft, zack. Einhandwaffen. Respekt, der ist ein guter Kämpfer geworden, wenn man bedenkt, dass der eigentlich ein Arzt ist. Feinde! Graf Kurinas, ich krieg dich. Kurinas, ist der nicht eigentlich aus dem Nordkönigreich mal gewesen? Deserteur, ich krieg dich. Du kannst nicht fliehen. Komm zu mir, ich kriege dich.
Komm schon, komm schon, komm schon. Kannst du jetzt mal anhalten, du kannst mir nicht entkommen. In den Wäldern dieses Reiches werde ich dich vernichten. Wie lautet euer Name, mein Herr? Wenn es zu Handgreiflichkeiten kommt, weiß ich, gegen wen ich kämpfen werde. Mein Herr, ich bin Lord Peter. Ich bin Graf Corinas, Vasall vom Königreich von Rhodox und Fürst von Revaran und Cheles. Seit ich hörte, dass ihr Graf Nelcha besiegt habt, ist es mein innigster Wunsch, mit euch die Schwerter zu kreuzen. Privat. Ich geb dir... Wir können doch sicher offen besprechen, was ihr wollt, oder? Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht! So, zack! Wenn du nicht willst, dann wirst du meine Waffen spüren. Vorwärtsreiterei, wir schnappen die uns. Also, gegen mich hat auf offenem Feld keiner mehr eine Chance, denke ich. Mit der Reiterstreitkraft, die ich hier habe. Ja gut, außer vielleicht ein anderes swatisches Team mit jede Menge Reitern. Aber ansonsten bin ich eigentlich ziemlich gut. Kanat-Kerkets, oder wie man das ausspricht, die könnten auch eine Gefahr werden. Aber gegen die führen wir jetzt zum Glück noch keinen Krieg. Sondern nur gegen dieses Rotok. Wer will noch? Kommt her. Nelcha, holt ihn vom Pferd. Ich will seinen Kopf. Ich will seinen Kopf. Hab ihn. Nee, doch nicht. Holt ihn euch. Tötet den Lump. Ja. Ich hab ihn erschlagen. Lord gegen Lord. So ist das doch schön. So ist das gedacht. Das ist ritterliche Ehre, Leute. Und gewonnen. Ihr seid nun, obwohl... wisst ihr was? Wir machen heute mal was Gnädiges und wollen uns einen guten Ruf aufbauen. Ihr habt gut gekämpft, daher schenke ich euch die Freiheit. Damit kriegen wir bei den 5 Beliebtheit. Ihr seid für wahr ein ehrenwerter Mensch, mein Herr. Ich werde dies nicht vergessen. So, damit kriegen wir nämlich einen Ehrebonus. Und das ist auch immer ganz hilfreich. Und wir bekommen nicht so viel Kontroverspunkte. Miliz, Waffenknecht, Fußsoldat. So, jetzt aber wieder Richtung Braven, würde ich sagen. Faidar, waren wir da eben schon und haben Rekruten gesucht? Nee, haben wir nicht. 4 neue Mannen nennen sich mein Eigen. Wie viele können wir denn? Wir haben jetzt 49 von 81 momentan möglichen Männern. Die Zahl, die steigert sich mit Ehrenpunkten, Level, je nachdem, alles mögliche halt. Graf Berans hockt hier drin, was macht denn der beim König? Beziehungsweise in der Burg des Königs. Berans, ich will mit dir reden. Aber die Beperlte, das ist doch, was macht die hier? Mein Name lautet Lord Peter, ich stehe zu Diensten, ich bin Ava. Die man die Beperlte nennt. Mutter der Sarandien. Ah, okay. Das ist die wirkliche Königin sozusagen vom Sarantischen Reich. Und hier wäre das, wo man auch anfangen könnte, für die als Rebell zu arbeiten und das Königreich zurückzuerobern. Naja, was soll's. Sowas, denke ich mal, werden wir nicht machen. Graf Bera... Ja, immer erstmal zutreten, so ist es richtig. Ich hörte, ihr habt Graf Kurinas gefangen genommen, ihn dann aber wieder freigelassen. Solch Ritterlichkeit ehrt unsere Sache. So, ich support meinen Vater, Graf Klagos. Immer dieser Klagos, der supportet mich, also supporte du mich auch! Ist das jetzt klar? Marktplatz haben wir denn... Ja, haben wir. Wir haben ja auch jede Menge Geld, aber ich weiß nicht, wie viel... Oh, 20.000 kostet das Pferd, das ist ein echtes Rasseross hier. Das können wir nicht nehmen. Das kostet einiges, das ist nur noch 77 wert. Oh man, Jagdpferd, lahm. Reitpferd, Jagdpferd. Komm, wir kaufen uns das Reitpferd. Damit wir wenigstens im Kampf wieder vorankommen. Und jetzt würde ich sagen, reiten wir Richtung Sarantisches Reich. Rhodox dürfte uns nicht mehr so sehr viel entgegenzusetzen zu haben. Oh, entgegensetzen zu haben. Entgegenzusetzen haben. So. Hier wird überfallen, das gehen wir mal gerade klären. Ich hoffe, es sind sarantische Leute. Gegen die kämpfe ich immer mal gern, besonders weil wir die ja jetzt noch nicht gesehen haben, großartig. Oh, 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 oh. Ach so, okay, der flüchtet schon vor uns. Na dann, hau mal ab, mein Freund.
Würde ich auch sagen, bleiben wir hier. Und wir sehen uns. Oh, wir wollen zollen zur Dame. Und wir sehen uns dann im nächsten Part zu Mount and Blade Verbund wieder. Macht es gut, euer Lord Peter.